Ja, wir nehmen uns sehr viel vor. Wir wollen dort unbedingt punkten. Das letzte Spiel war nicht so berauschend, vor allem die erste Halbzeit, die war katastrophal. Haben wir alles missen lassen, was uns eigentlich auszeichnet hat in den letzten Wochen. Ja, wir wollen dort mit breiter Brust auftreten, alles Game und unbedingt was mitnehmen. Wir haben wieder was zum Gutmachen. Wenn du 3-0 daheim verlierst, hat man sehr viel zum Gutmachen wieder. Und das, was wir am Montag jetzt falsch gemacht haben, das wollen wir wieder am Freitag jetzt wieder richtig machen und natürlich wieder was mitnehmen jetzt. Ja, es war sehr schade, dass daheim endlich die Serie gerissen ist, weil uns daheim jetzt immer sehr wohl gefühlt haben immer gute Spiele abgeliefert, aber so ist Fußball manchmal. Wenn man richtig schlecht die erste Halbzeit sagt, die zweite Halbzeit war wieder besser von uns, da haben wir uns wieder unser richtiges Gesicht gezackt gehabt. Aber ja, so ist Fußball, wie ich schon gesagt habe, manchmal hat man einfach schlechte Phasen und an dem Tag hat leider alles zusammengepasst für den Gegner auch. Und dann liegt halt rein hinten in der Halbzeit, dann ist es halt schwierig, dass du halt irgendwas machst. Aber wir haben, wie schon gesagt, alles probiert in der zweiten Halbzeit, aber leider ist halt nichts mehr aufgegangen an dem Tag. Da waren wir nicht ready. Ich glaube, da alles, was uns, wie gesagt, auszeichnet hat in den letzten Wochen, haben wir dort missen lassen. Das darf uns einfach nicht mehr passieren. Das ist so. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass wir vielleicht einmal wieder aufwachen, einmal gescheit, dass es doch nicht so einfach geht, wie wir es uns vorgestellt haben. Und da müssen wir komplett anders auftreten. Das Spiel am Montag, das war alles andere, aber ja, wir müssen trotzdem auch Positives rausholen aus dem Spiel, obwohl ganz wenig Positives war und am Freitag alles Game. Ja. Ja, in Wien eine super Partie, daheim nicht so gut gewesen. Förderst du vielleicht noch ein bisschen die Konstanz, dass man ja, die Leistung eigentlich ja, bei mehreren Spielen hindurchziehen kann? Ja, ich muss sagen, das ist aber schon die ganze Saison unser Problem einfach. Wir haben einfach keine Konstanz drin. Wir spielen wieder ein paar Spiele gut, dann spielen wir wieder eine richtig schlechte Partie jetzt. Aber das zeichnet uns ja wieder aus im Endeffekt, weil dann haben wir wieder super Partien drin, wo es einfach wirklich rennt. Und ja, dass du mal verlierst, gehört einfach dazu zum Geschäft, aber dass du jetzt so verlierst, war halt wirklich sehr bitter. Wenn du verlierst, dann ist jeder schlecht drauf im Endeffekt, aber du musst trotzdem ein bisschen Spaß reinbringen, weil sonst passt das Mannschaftsgefüge nicht ganz und deswegen muss man eigentlich trotzdem schauen, dass man gut drauf ist, immer, auch wenn man jetzt verloren hat, ja, weil du spielst halt wie gesagt alle 2-3 Tage, also du musst trotzdem gut belaunt bleiben und einfach schauen, dass du das Beste draus machst wieder, deine Lehren ziehst aus dem Spiel, aus dem vorigen Spiel und dass du am nächsten Spiel gleich wieder voll angreifst einfach. Ja, also hat man den Heimfaller ja schon abgehackt? Ja, muss man im Endeffekt, weil du hast so viele Spiele in einem Monat, es geht so schnell, du hast alle 3-4 Tage ein Spiel, du musst das im Endeffekt gleich am nächsten Tag wieder abhacken und einfach aufs nächste Spiel schon wieder. Man hat jetzt am Freitag die Chance, ja, zu wieder gut machen. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, zum Glück geht es Schlag auf Schlag mit den Spielern jetzt da im April. Da hat man nicht viel Zeit zum Nachdenken über das letzte Spiel. Da ist gleich das nächste Spiel vor der Tür. Und ja, wir werden uns im Training, der Trainer wird uns darauf einstellen. Und wir werden im Training schon das Selbstvertrauen holen. Und am Freitag wollen wir da unbedingt was mitnehmen. Ja, wie siehst du die Ausgangslage vor dem Duell gegen die Klagenfurter? Ja, wir wissen, dass die Aufstiegskandidat sind, dass die unbedingt aufhören wollen in die Bundesliga. Wir wissen, dass er ein hartes Spiel wird für uns, auf jeden Fall. Aber wir wissen auch, dass wir eine riesengroße Qualität haben. Und beim Heimspiel hat man es schon gesehen, voriges Jahr, gegen Klagenfurt, dass wir eigentlich, ja, wie sagen wir mal, richtig gut gespielt haben. Dass wir ihnen gezeigt haben, dass wir auch Qualität haben und dass das nicht so einfach geht gegen uns. Und ich glaube, genau so müssen wir auch am Freitag auftreten. Wir wollen den nächsten Auswärtssieg unbedingt. Und man hat ja gesehen in Wien, dass es auch geht. Und wir wollen einfach alles geben. Spielerisch, mit Freude Fußball spielen. Das zeigen, was wir in den letzten Wochen gezeigt haben und unbedingt punkten. Ja, ja, Klagenfurt ist halt nicht irgendein Gegner jetzt. Die wollen trotzdem aufsteigen, also der Druck liegt sicher bei einer. Aber wie wir schon gesagt haben, gegen gute Gegner, da wir können auch gegen jeden Gegner was mitnehmen. Und wie schon gesagt, wir wollen einfach ein anderes Gesicht zeigen wieder am Freitag jetzt und wieder was mitnehmen aus Klagenfurt. Also für uns gibt es eigentlich nur eins und das ist, dass du was mitnimmst unten. Zum Verlieren haben wir aus unserer Sicht nicht wirklich viel. Der Druck liegt bei einer. Aber natürlich, wir sind eine Mannschaft, wir wollen das jeden Spiel mindestens was mitnehmen und das wird auch unsere Devise da unten sein. Ja, trotzdem wären natürlich Punkte jetzt wieder wichtig. Ja, natürlich, weil jetzt gewinnt halt jeder ein bisschen was und nachher ruckt halt wieder alles zusammen. Wir haben uns jetzt einen guten Abstand eigentlich
erarbeitet gehabt, aber durch die Niederlage ist ja wieder alles zusammengeguckt, mehr oder weniger. Und ja, aber wir wollen unseren Booster wieder nach hinten ausbauen und das kann man nur, wenn man unten mindestens einen Punkt mitnimmt. Wie man sieht, eigentlich, wenn wir hinten gut stehen, dann kriegen wir auch keine Tore und dann kannst du auch Spiele gewinnen, wenn du hinten gut stehst. Und das haben wir halt letztes Spiel leider vermissen lassen, aber dafür hat uns das die Spiele davor immer ausgezeichnet gehabt, dass wir halt hinten gut gestanden sind und dann halt wenig Gegentore gekriegt, beziehungsweise gar keins gekriegt haben. Und dann halt vorne können wir immer eins machen. Das zeigt unsere Stürmer, weil wir schießen fast jedes Spiel normalerweise mindestens ein Tor. Und das wird auch die Devise unten sein, dass du einfach aggressiv spielst, hinten gut stehst und dann einfach deine Chancen nutzt.